Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeige euch heute, wie man Catch and Release von Matt Simons spielt. Und ich zeige euch in zwei verschiedenen Möglichkeiten. Im Originalriff ist es ja so, dass gezupft wird und man kann es auch, es gibt so eine Version auf YouTube, da spielt das mit Ukulele und strummt einfach ein bisschen. Und ich zeige euch erstmal das Zupf-Pattern und dann später noch eine Möglichkeit, das einfach nur zu strummen, falls euch das mit dem Pattern zu umständlich ist oder ihr euch lieber so begleiten möchtet. Ihr braucht erstmal ein Capodaster im vierten Bund. Ich spiele es euch jetzt einmal kurz an, dieses Zupf-Pattern, und dann geht's auch gleich los. Und so weiter und so fort. Der Akkord sieht jetzt aus wie ein A-Moll 7, ist aber tatsächlich ein C. Und zwar ein C mit der Quinte, nee, mit der Terz im Bass, also ein C über E würde man das dann nennen. Denn ihr zupft den Grundton nicht mit, also den Basston, den Grundton als Basston, sondern der tiefste Ton, den ihr bei dem Akkord spielt, ist die D-Seite und das ist, ich behaupte jetzt einfach, es wäre ein C, ist natürlich mit Capo was anderes, aber Capo ist wie immer meine leere Seite. Und das hier ist dann ein E, das ist die Terz von C. Das Zupf-Pattern funktioniert folgendermaßen, ihr zupft mit dem Zeigefinger immer die B-Seite, mit dem Mittelfinger immer die hohe E-Seite und der Daumen wechselt zwischen der G- und der D-Seite hin und her. Und zwar folgendermaßen, ich greife jetzt hier links mein C, das ist wie ein ganz normales C, nur eben ohne den Ringfinger. Auf die 1 mit dem Daumen die G-Seite. Dann auf die 1 und mit dem Zeigefinger die B-Seite und auf die 2 mit dem Mittelfinger die E-Seite. 1 und 2. Dann auf die 2 und wechsle ich mit dem Daumen auf die G-Seite. 1 und 2 und. Dann wieder Zeigefinger, Mittelfinger. 1 und 2 und 3 und. Und auf die 4 dann wieder mit dem Daumen die G-Seite. Genau, wieder die G-Seite, dann wieder Zeigefinger, Mittelfinger, wieder auf die G-Seite, auf die D-Seite, Zeigefinger, Mittelfinger, also beides zweimal, bis dahin, und dann fehlen aber noch vier Schläge, wir sind nämlich erst bei 2 und dann spielt Matt Simons einfach mit dem Daumen auf die 3, die G-Seite, nee, doch die G-Seite, 3, dann auf die 3 und mit dem Zeigefinger die B-Seite und dann wieder mit dem Daumen auf die 4 und wieder mit dem Zeigefinger auf die 4 und. 3 und 4 und. Klingt im Kontext dann so. Und das war's schon im Prinzip, das Riff. Da verändert sich jetzt nur noch links im Griff ein bisschen was. Ich mach's noch einmal mit Zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So. Und die Verse bleibt jetzt komplett auf C mit einer kleinen Variation. Also auf C mit E im Bass. Als erstes spielt man ganz normales C, zwei Takte. Dann kommt ein C6 über E. Der Griff sieht jetzt aus wie ein A-Moll. Ihr nehmt nämlich den Ringfinger einfach noch auf der G-Seite in den zweiten Bund dazu. Und als nächstes kommt ein C-Major 7 über E. Dafür nehmt ihr jetzt den Ringfinger weg und greift mit dem kleinen Finger den vierten Bund. Beziehungsweise jetzt ist es der achte, aber ich behaupte, das ist der vierte. Und das zupft ihr jetzt vier Takte lang. Also im Kontext komplett zusammen klingt das dann folgendermaßen.
und so weiter und so fort. Und das ist die komplette Verse, mehr passiert da gar nicht. Also man kann die Verse einfach komplett auf diesem C aufbauen und darüber wird dann halt gesungen. Alternativ könnt ihr es so spielen, wenn ihr es jetzt mit Akkorden spielen wollt, dann spielt ihr einfach ein ganz normales C. Und als zweiten Akkord für das C6 würde ich dann so greifen, dass ihr das C, bei dem C den Ringfinger mit dem kleinen Finger, also durch den kleinen Finger ersetzt und mit dem Ringfinger auf der G-Seite den zweiten Bund greift. Das ist am Anfang ein bisschen cheesy, das ist schwierig zu greifen, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber das muss man einfach ein bisschen üben. Dann kann man entweder diesen hier nehmen, den finde ich aber nicht so schön, weil der funktioniert beim Zupfen gut, aber beim Schlagen geht so. Und als C Major 7 nehme ich dann einfach wieder den normalen C-Griff, aber ohne Zeigefinger. Das ist auch ein C Major 7 und der klingt ein bisschen angenehmer. Auch da mache ich jetzt wieder ein zweitaktiges Schlagmuster. Ich schlage auf die 1 den Akkord, dann wieder auf die 2 und, also 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3, dann auf die 3 und auf die 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und der erste Takt, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und im zweiten Takt dann lasse ich die 1 aus, schlage erst auf die 1 und wieder, auf die 2 und dann wieder, und auf die 3. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, doch, war noch richtig. Also auf die 1 und, die 2 und, die 3 und dann die 4 und die 4 und. Also soll der zweite Takt so klingen. 1 und 2 und 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4 und. Klingt dann im Kontext folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ihr könnt dann auf die 3 und auch noch einen Schlag machen. Das macht den Bock jetzt nicht fett. Da kann man ein bisschen rumimprovisieren. Das könnt ihr dann einfach mit allen drei Akkorden durchziehen über die ganzen, 8 Takte. Und genau, das sind die beiden Möglichkeiten, wie ihr die Verse spielen könnt. Eigentlich ganz übersichtlich, entweder ihr zupft es, das ist natürlich dann näher am Original, oder wenn ihr es einfach nur so begleiten wollt, dann nehmt einfach die Akkorde, die ich euch eben gezeigt habe, und nehmt das Schlagmuster dazu. So, jetzt kommt der Pre-Chorus. Da kann man wieder das Zupfmuster, also für den Pre-Chorus und den Chorus, die jetzt noch kommen, kann man wieder das ganz normale Schlagmuster, Zupfmuster benutzen. Da gibt's eine kleine Abweichung, und zwar die Akkorde erinnern sich jetzt natürlich. Und zwar geht's los mit einem C, das, wenn ich zupfe, spiele ich das wieder so von der D-Seite an. Dann kommt ein D-Moll, falls ihr das noch nicht kennt, das ist leere D-Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite, dann Ring oder kleiner Finger, ich würde hier den Ringfinger nehmen, auf den dritten Bund auf der B-Seite und Zeigefinger auf den ersten Bund auf der hohen E-Seite. Und da einfach wieder dasselbe Zupfpattern. Also, dann geht es auf E-Moll. Da bin ich mir jetzt
nicht so hundertprozentig schlüssig. Ich würde das, glaube ich, dann in der Situation entscheiden, wie ich das spielen will. Aber ich würde es jetzt spontan sagen, dass ich das wieder so spiele, dass ich das Zupf-Pattern nehme, wie es vorher war. Aber dass ich jetzt mit den Fingern jeweils eine Seite nach unten gehe. Das heißt, dass der Daumen jetzt zwischen D- und A-Seite wechselt und Zeige- und Mittelfinger auf G- und B-Seite liegen. Und dann kommt ein F. Das würde ich dann so greifen, dass ich quasi keinen Barré greife, sondern Zeigefinger auf der B-Seite in den ersten Bund, Mittelfinger auf der G-Seite in den zweiten und Klein- und Ringfinger auf der D- und der, D- und der A-Seite in den dritten Bund. Sieht ein bisschen aus wie ein C, ist aber keins. Ihr könnt natürlich auch die Akkorde einfach, also zum Beispiel das F dann als Barré greifen und ihr müsst die Finger, also die rechte Hand nicht wechseln. Ihr könnt die einfach auch auf den oberen vier Seiten lassen, das klingt dann folgendermaßen. Und so weiter und so fort. Ist ein bisschen euch überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr das noch schöner findet. Ihr könnt auch auf den Basston wechseln. Also ihr könntet auch theoretisch so spielen, wenn ihr auf dem E seid. Das ist alles möglich. Da gibt es jetzt in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einfach für die anderen, die es gerne lieber schlagen möchten, man kann da genau dasselbe Strumming-Pattern nehmen wie vorher auch schon. Einfach Akkorden, die ich eben gezeigt habe. Halt jeden Akkord zwei Takte lang insgesamt. Dieser Pre-Chorus wiederholt sich zweimal und dann ist der Clou, dass im Vergleich zum Chorus ändert sich nur ein Takt und ein Akkord, und zwar der zweite. Man geht dann nicht von C auf A-Moll, dann auf E-Moll, dann auf F. Sondern man geht von C auf A-Moll und dann auf E-Moll und dann auf F. Also folgendermaßen. Und so weiter. Und das war's schon. Also mehr Unterschied gibt's gar nicht zwischen Pre-Chorus und Chorus. Ihr könnt natürlich auch die beiden Sachen miteinander kombinieren, das heißt, ihr zupft die Strophe und schlagt den Refrain, oder also den Chorus, Entschuldigung, und da sind eurer Interpretation jetzt keine Grenzen gesetzt erstmal. Und ich habe euch beides gezeigt, ihr könnt beides gerne benutzen. Und ja, das war's dann auch schon wieder für heute, für euch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tutorials zum Thema Gitarre oder Song-Tutorials oder sonstiges, dann geht gerne auf meinen Channel, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und geht auch auf meine Facebook-Seite und auf meine Homepage www.gitarrentunes.de. Und dann bis nächstes Mal. Ciao.